Maschinen und Metall, Lautstärke und Rhythmus. Herzlich willkommen in der Welt der Krupps. Diese Band, die vor mehr als 15 Jahren in Düsseldorf entstand, die durch viele Wirren und Krisen ging, sogar 3 Jahre lang aufhörte zu existieren, ist aktiver und erfolgreicher denn je. Die einstigen Vorreiter des Industrial Sound haben sich zu einer soliden Crossover-Band entwickelt, die sowohl den tanzwütigen Techno-Jünger wie auch den gitarrensüchtigen Rock-Fan zufriedenstellen kann. Viel Spaß mit einer Stunde die Krupps. Jürgen Engler, Gründungsmitglied, Sänger und unumstrittener Chef der Band. Verheiratet mit der Amerikanerin Kim, lebt seit 2 Jahren in Austin, begann seine Karriere in der Punkband Mail und liebt texanisches Barbecue. Ralf Dörper sorgt seit den ersten Tagen für Samples und Texte, allerdings mit einer Unterbrechung. Er war auch mit Propaganda erfolgreich und ist der Sparmeister der Band. Chris Leeds kennt Jürgen seit der Schulzeit und stieß 1985 zu den Krupps. Steht selbst nicht auf der Bühne, sondern sorgt live und im Studio für den guten Ton. Rüdiger Esch, genannt Rudi, der jüngste der Düsseldorfer Linie, spielt seit 1989 den Krupps Bass und ging auf dieselbe Schule wie Jürgen und Chris. Lee Alters, Gitarrist, Krupps-Mitglied seit 1993. Der ehemalige Hardrocker komponiert mit Jürgen die meisten Songs und lebt in San Francisco. George Lewis ist der kürzestdienende Mitarbeiter. Er lebt in Austin, wo er neben seinem Job als Krupps-Schlagzeuger einen Komplex mit Proberäumen verwaltet. Deutschland, Anfang der 80er Jahre. Ein Sound beherrscht den sogenannten Underground. Und dieser Sound wird von Maschinen erzeugt. Für Frontmann Jürgen Engler ein guter Zeitpunkt, eine neue Band zu gründen. Die Krupps. Und mehr als eine Nacht. Stärke meine Glieder und gib mir meine Kraft. Begonnen Musik zu machen habe ich eigentlich, Gott, das ist lange her. Ich glaube, 73 oder so meine erste Band gegründet. Zwei Herzen, ein Rhythmus. Unser Atem gleich takt. Ich habe mit unserem jetzigen Chris Leeds, mit dem ich mein Studio habe, mit dem ich die Produktion mache und mit dem ich auch alles Remix und so weiter, mit ihm habe ich meine erste Band gehabt, 73 oder 74. So als Kiddies ein bisschen rumgeschrammelt, dann später eben meine Punkband und dann irgendwann Anfang der 80er, also 81, kam die erste Krupps, nachdem ich mehr oder weniger vom Punk relativ gelangweilt war. Das heißt, also, du kannst in deinem Herzen Punk sein und du musst nicht unbedingt immer die gleiche Musik spielen. Und mehr als eine Nacht. Starke meine Glieder und gib mir neue Kraft. Was man hier Punk nannte, da war alles dabei. Dann, da kam auch Elektronik mit hoch, weil die einen hatten halt die Gitarre genommen, die anderen billigen Synthi. Es ging dann alles Hand in Hand, aber kam eben aus der Bewegung aus. Hieß ja, damals sagt man, neue deutsche Musik, aber war im Prinzip ohne England, ohne Punk nicht denkbar. Ich hatte eigentlich immer die Bestrebung, was Neues zu machen. Ich wollte immer irgendwas Neues kreieren. Und für mich war es eben wichtig, eine Art von Musik zu machen, die mich damals ganz klar befriedigt hat, die auch noch nicht da war. Also ich möchte immer was machen, was der Zeit relativ voraus ist oder zumindest, sag ich mal, immer so ein am Zeitgeist spürt. Ralf Dörper ist neben Jürgen das einzige Gründungsmitglied, das auch im heutigen Line-Up noch vertreten ist. Die hier zu sehende Besetzung mit Bernward Mallacker und Tina Schneckenburger ist schon seit 1985 Geschichte. Also ich bin quasi Gründungsmitglied, das heißt erste Generation, so Veteranen der Krupps, also mit dem Jürgen damals Stahlwerkssymphonie, wahre Arbeit, wahrer Lohn, Anfang der 80er gemacht. Wir haben eigentlich erstmal Musik gemacht, sag ich mal, ohne Bandnamen zu haben, ohne einen Titel zu haben für das Stück. Und was dabei rauskam, war eben die Stahlwerkssymphonie. Das Konzeptalbum wurde zum Erfolg bei Kritikern und Publikum und der entstandene Sound gab den Dingen ihren Namen.
ich habe damit assoziiert, mit dem, was wir da gemacht haben, an Lärm oder wie auch immer. Es hörte sich an wie ein Stahlwerk von innen. Und dadurch, dass es eben ein sehr langes Werk war, kam ich auf den Namen Stahlwerk-Symphonie und habe damit auch wieder dann assoziiert, was sich so im nächsten Umfeld abspielte. Und da hat Krupp, die Firma Krupp, recht nah bei Düsseldorf angesiedelt ist. Und Krupp auch, sag ich mal, durch seine Historie also mit Deutschland, sag ich mal, Deutschland mit aufgebaut hat, mehr oder weniger dann auf der anderen Seite, aber auch Hitlers Kriegsmaschinerie mit, gefüttert hat, praktisch. War das für mich ein guter Name, also konzeptionell. Der Name ist mehr oder weniger Kritik an sich selbst. Und wir hatten damals auch noch so eine historische Bedeutung gesehen. Also Krupp kennt man im Ausland als Deutsch, im Positiven wie im Negativen. Und das war damals mit Teil von der Überlegung. Indie-Szene Anfang der 80er war ja sehr aktiv und sehr mobil. Also ich meine, ich glaube, dass es damals einfacher war, sag ich mal, seinen Weg zu finden oder seine Nische zu finden, weil es damals eben noch nicht so viel gab. Wir haben uns dann eingeschlossen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt was ganz Neues und Stahlwerk-Symphonie war eben so ein richtungsweisendes, vielleicht Industrial-Werk oder wie man immer das nennen will, traditionelle Industrial-Musik. Heute steht es ja für was ganz anderes, vor allem hier in Amerika, eben für, sag ich mal, eher so zeitgemäße Rockmusik. Damals war es eher so experimentelle Instrumentalmusik, sag ich mal. Auf jeden Fall experimentell und nicht songstrukturierte Musik. Elektronische Musik ist die einzig zeitgemäße Musik. Wir leben im Maschinenland und sollte man auch versuchen, die Musik, die man macht, zeitgemäß zu produzieren. Zeitgemäß waren damals tanzbare elektronische Klänge mit sehr plakativen, sloganartigen Texten. Paradebeispiel: wahre Arbeit, wahrer Lohn. Die zweite Krupps-Veröffentlichung, die der Band ihren ersten Hit und einen hohen Bekanntheitsgrad verschaffte. Damals gab es ja so gut wie keine Bands, die in der Richtung überhaupt was gearbeitet haben. Ich meine, es war alles relativ neu. Und deswegen glaube ich, dass unsere Musik deswegen damals auch relativ schnell populär wurde. Obwohl wir auch nicht viel verkauft haben. Aber ich sag mal, die Indie-Szene war eben so stark, dass sie den Namen nach außen getragen hat. Beide Muskeln sind Maschine. Sehen Sterne, Schweiß wie Öl. Schmerz und Rücks in Wahrheit. Schmerz und Tal und Ballon. Au! 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 So Anfang der 80er, als wir solche Sachen wie wahre Arbeit, wahrer Lohn rausbrachten, haben wir so ungefähr 20.000 verkauft. Davon kann man nicht leben. Ich habe zum Beispiel Lithograph gelernt. Also ich habe an Kraftwerk-Covern wie hieß dieses Computerwelt bis hin zu irgendwelchen Indie-Covern, alles Mögliche gearbeitet. Also ich habe sehr viel Lithoarbeit gemacht. Sehr schnell wurde die zeitgemäße Musik über den berühmten Kamm geschoren und eine Schublade benannt. Neue deutsche Welle. Das war von Nena über Ideal bis Krupps bis Neubauten sogar, Plan, Kraftwerk. Alle, die damals aktiv waren und eigentlich alle, die Deutsch auch gesungen haben. Das war gerade für die Beteiligten, die auch da was losgetreten hatten, eher peinlich. Ja, es ließ sich halt unter der Überschrift gut verkaufen. Da sind die Krupps auf einmal auf dem Sampler gelandet, wo Neue Deutsche Welle drüber stand, obwohl die eigentlich nichts damit zu tun hat. Und ich meine, wir sagen immer wieder, weil damals hatten die Plattenfirmen halt blind alles unter Vertrag genommen, wir sagen immer wieder, das waren damals die Plattenfirmen. Jeder, der mal was in Deutsch gemacht hatte,
egal was, aber dazu gehörten teilweise noch mal Kraftwerk oder DAF, da sagte man, das war Neue Deutsche Welle. Ja, und viele haben dann versucht, indem man internationaler wird, das zu vermeiden. Diese Internationalisierung bedingte auch den Wechsel von deutschen zu englischen Texten. Doch wie es genau weiterging mit den Krupps, erfahrt ihr im zweiten Teil von Jam.